Die spektakulären Aufnahmen eines Amateurfilmers. Sie zeigen, wie gegen 23 Uhr der Waggon des Güterzuges in Flammen aufgeht. Geladen hat er Hygieneartikel, etwa explosive Spraydosen. Das Feuer greift schnell auf mehrere Waggons über. Brennende Spraydosen fliegen durch die Luft. Zuerst versucht der Lokführer, den Brand selbst zu löschen, aber erfolglos. Und auch als die Feuerwehr am Brandort eintrifft, kann sie nicht direkt mit den Löscharbeiten beginnen. Es verstreichen weitere 50 Minuten. Wir mussten allerdings erst mal warten, bis der Notfallmanager der Deutschen Bahn AG die Strecke freigegeben hat. Das heißt, er muss die Erden stromfrei machen. Vorher kann kein Feuerwehrmann den Gleiskörper betreten. In der Zeit hat sich natürlich der Brand in dem geschlossenen Güterwagen weiterentwickelt und ist dann irgendwann mal durchgezündet. Der Brandort ist zu gefährlich. Die Feuerwehrleute können sich dem brennenden Zug zunächst nicht nähern. Von oben verschaffen sie sich mit Drohnen einen Überblick. Schließlich löschen sie den Brand mit Schaum. Die Bundespolizei geht davon aus, dass heißgelaufene Bremsen den Waggonbrand ausgelöst hatten. Der Lokführer eines entgegenkommenden Zuges bemerkte das Feuer und benachrichtigte die Notrufstelle der Deutschen Bahn. Die löste Alarm aus. Nach 10 Stunden erst gelingt es der Feuerwehr, den Brand komplett zu löschen. Bis in den Vormittag hinein kämpften etwa 160 Einsatzkräfte gegen das Feuer. Gefahr bestand auch für die Anwohner. Die Flammen waren bestimmt 20 Meter hoch, konnte man schon sehen. Dann sind wir rausgegangen und haben geguckt. Die Feuerwehr hatte auch schon alles abgesperrt. Es mussten Häuser evakuiert werden. Also Leute waren bis 7 Uhr vor der Tür. Wir hatten Glück, wir konnten wieder rein. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. Neben dem Zug und der Fracht wurden auch die Oberleitung und eine Lärmschutzwand beschädigt. Die Bahnstrecke zwischen Koblenz und Köln wird laut Bundespolizei bis auf Weiteres gesperrt bleiben. Sie gehört zu den meistbefahrenen Güterstrecken Deutschlands.